Ich habe hier einen Schreibtisch gebaut, komplett aus massiver Esche. Mir war es dabei wichtig, was zu entwerfen, was ich selber so noch nie gesehen habe. Deswegen habe ich mir sehr viel Zeit für die Planung genommen. Ich habe mir ein 3D-Modell, ein CAD-Programm erstellt und habe das immer wieder abgeändert und bin irgendwann zu dieser schrägen Ebene gekommen, weil ich fand, ich habe es erst gerade konstruiert und dachte, irgendwie ist das noch nicht so das Richtige. Dann habe ich das Ganze angefangen zu kippen und dann, um noch mehr Schwierigkeit reinzubringen, habe ich dann angefangen, die Platte konisch zu konstruieren. Das heißt, hier in der Ecke, wo die Platte verleimt ist, habe ich möglichst viel Materialstärke, um eine starke Leimfuge zu erzeugen, damit ich auch eine Stabilität habe. Und zu beiden Enden hin läuft es dann jeweils zu 20 mm aus. Dann habe ich mir hier, damit ihr auch was habt, was ich nutzen kann, einen Korpus drunter gesetzt. Der ganze Korpus ist allerdings nur durch einen Edelstahlwinkel mit der Tischplatte verbunden. Der Edelstahlwinkel dient gleichzeitig dazu, die Platte zu stabilisieren. Das heißt, dass die Platte, dadurch, dass sie hier so dünn ausläuft, sich nicht wirft, ist der Edelstahlwinkel von unten eingelassen und mehrfach verschraubt. Dadurch bleibt die Platte gerade. Und ich habe eine extreme Stabilität, also der ganze Tisch kippt nicht zur Seite rüber, sondern dadurch, dass er in den Korpus reingeht und von der Seite verschraubt werden kann, ist die Konstruktion in sich sehr stabil und standhaft. Durch die schräge Bauweise habe ich bei den Schubkästen allerdings ein Problem, und zwar könnte ich den, wenn ich die Schubkästen gerade mache, nur sehr schmal machen, einfach weil die Seiten des Korpuses halt zusammenlaufen, und um möglichst viel Stauraum zu haben, habe ich dementsprechend diese Seite sehr schmal gemacht, so schmal wie möglich, und hier oben hochgezogen. Das Ganze ist jetzt so konstruiert, dass ich hier immer noch DIN A4 Maße reinkriege und eventuell auch andere kleinere Sachen hochkant stellen kann. Die Griffe habe ich so gewählt, dass sie die Form der Tischplatte nachempfinden, und ich wollte sie aber trotzdem sehr dezent halten und habe sie dementsprechend eingelassen und die Front ausgefräst, dass man in diesem Bereich hintergreifen kann, um den Schubkasten zu öffnen. Bei der Tischplatte war es mir natürlich wichtig, dass die Maserung um die Ecke rumläuft. Ich habe die Bohlen aufgetrennt, allerdings nicht nach der Verleimregel wieder verleimt, sondern eher nach der Optik geschaut, dass ich das Kernige in der Mitte behalte und das splinthaltige Holz nach außen setze. Hier haben wir dann noch eine Steckdose mit USB-Ladeanschluss. Unten hier im Fuß ist noch eine Edelstahlleiste eingelassen, damit das Holz nicht direkt auf dem Boden aufsteht, und damit der Platte auch wieder unten hier ein bisschen Stabilität gegeben wird, dass sich das Holz nicht werfen kann, geht die komplett durch und hat hier unten an den Außenseiten jeweils zwei Füße, um ein bisschen Luft zum Boden zu geben und dem Kabel auch die Möglichkeit zu geben, wieder an der Platte rauszukommen. Von der Rückseite der Schubkästen habe ich noch drei offene Fächer gemacht, einfach weil ich die ganze Tiefe der Schubkästen gar nicht brauche, und damit ich den Tisch frei in den Raum stellen kann und den noch nutzen kann, habe ich den so konstruiert, dass er hinten noch Fächer hat. Einfach, dass man was reinstellen kann und dass man noch den Platz gut ausnutzt.